Ja, hallo liebe Freunde, eine neue Folge Minecraft und heute ist der Plan, wir graben uns bis ganz nach unten durch. Wir haben ja hier schon mal irgendwann unseren Tunnel angefangen und dem folgen wir jetzt bis nach ganz unten. Schauen wir mal, wo das hinführt. So weiter hier. Da komme ich ja nicht wieder raus. Weiter im Text. Ich schätze mal, das wird nicht allzu lange dauern. Wir haben ja hier schon gut vorgearbeitet beim letzten Mal. Das letzte Mal hier nach unten gegraben haben. Aber mal sehen, dass wir demnächst mal hier irgendwie so ein bisschen Redstone und ein bisschen Diamanten und so ein Polter finden. Moment, Licht. Dass wir mit unserer Eisenbahn anfangen können, dass wir auch mal auf Exkursionen gehen können, ohne uns zu verlaufen. Ich hatte ja gesagt, Exkursionen, ja, aber nur mit Eisenbahn, weil, beziehungsweise mit Gleisen erstmal, dass wir da schon mal ein kleines bisschen uns dann, oder dass die Chance größer ist, uns, dass wir uns nach Hause finden. Das untersuchen wir hier später alles richtig. Ich höre Skelette, ich sehe Kohlen. Kohlen müssen natürlich mit. Das ist sowieso Mangelware. Ah, Dreckskrabbel. Jo, dann hauen wir erstmal die Kohle aus dem Berg und dann gehen wir weiter runter. Ja, wie soll das hier weiter? Ja, wie gesagt, erstmal jetzt nach unten buddeln. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwo mal ein paar Dias finden. Schön, dann geht's mit der Foto weiter. Habe ich noch eine Schippe? Oh, ich habe noch eine Schippe. Müsste ja jetzt auch mal Bedrock kommen, soweit kann es nicht mehr sein. Oh, hallo. Machen wir nochmal Licht hier. Da springe ich jetzt mal nicht rein. Sonst bestimmt nicht wieder raus. Ich kenne mich ja. Stimmt auch gleich noch von der anderen Seite hin. Pickel. Gehen wir weiter mit der Steinpicke erstmal. Die Eisenpicke heben wir uns mal für die guten Sachen auf. Nicht rein, doch. Irgendwas kommt da. Kleiner Dungeon oder sowas? Oh, Eisen. Ja, Eisen. Das war nicht viel Eisen. Mal, wie tief ist das denn hier? Da ist noch ein bisschen Eisen. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist noch cool. Ja, da machen wir erstmal Licht, dass wir wieder was sehen. Da.
Viele Kohle, viele Kohle. Kann ich dann nachher auch mal wieder zumachen, das Loch, ohne dass ihr dabei seid. So, so kommen wir leicht rein und raus. Können wir das auch ganz wegnehmen. So, dann suchen wir mal weiter nach Bedrock. Dann probieren wir das aus, dass das so wie in der Standard-Minecraft-Edition funktioniert. Layer 7 bis... Das war es denn, 13. Und graben uns jetzt bis ganz nach unten durch. Ah. Wird offensichtlich schwieriger als gedacht. Irgendwas ist hier unten. Vorsichtig runterlupen. Ist auf jeden Fall schon mal Redstone. Was essen? Falls uns da gleich was anknabbert, müssen wir hier ganz schnell verschwinden, die Bussen. Schwert ist fast kaputt. Okay, die Kammer sieht schon mal gut aus. Hier ist nichts. Dann können wir hier einmal den Redstone rauspulen. So. Und hier pulen wir das Eisen raus. Das erforschen wir später und jetzt geht's weiter nach unten. Es gibt hier auf jeden Fall schon mal geil viel Eisen. Scheiße, jetzt habe ich was vergessen und zwar mehr Picken einzupacken. Nein, ich will keine Eisenpicke kaputt machen, dann müssen wir mal hier schnell noch einen Tisch bauen. So, den stellen wir denn hier so hin. Dann kann der da von mir aus erstmal verschimmeln. Der tut uns ja nicht weh. Ja, schönes Eisen ernten. Und weiter nach unten. Typisch Zwerg. Zu schnell, zu tief in den Berg gegraben. Hier ist ja eigentlich gar kein Berg gewesen. Hoffentlich holen wir da nicht unseren Viech raus. Ach, ich glaube, das war eine andere Geschichte. Ja, denke. Erstmal wieder Licht, plopp. So. Das können wir später ernten. Wir wollen zum Bedrock.
Und das sieht so aus, als ob wir angekommen sind. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist unsere Ebene. Das hier füllen wir alles auf. Kein Scheiß entsteht. Wegen mieser, fieser Viecher. Warte mal, da verstecke ich ja den Redstone. Das will man natürlich nicht. Pick. Okidoki. Dann wollen wir noch eine Lage voll machen. Das dürfte dann 7 sein. Dann kannst du jetzt ja losgehen. Wir graben uns hier ein Tunnel rein. Guck mal, was wir hier so finden. Kies, Kies, jede Menge Kies. Schön Kies, Kies brauche ich ja immer ganz gerne als Untergrund für Eisenbahnen. Es ist also sehr angenehm, dass es hier gerade so viel davon gibt. Auch wenn das gleich meine Schaufel ramponiert. Tja, brauche ich wohl eine neue Schaufel. Aber wir haben ja, Gott sei Dank, einen kleinen Tisch hier unten, wo wir uns eben kurz versorgen können mit Werkzeug. Oh Gott. Was eine Kraterlandschaft. Warum ist hier unten so viel Erde? Beziehungsweise, warum ist hier unten so viel Kies? Was ist da los? Naja, munter weiter an die Schaufel ran.
schaufelt sich auf jeden Fall schneller, als dass es sich weghackt. Oh, Schaufel kaputt. Nö. Nächste Schaufel. Licht, nochmal Licht. Und weiter, immer schippen. Keine Müdigkeit vor Dingsbumsen. Immer ran an die Schaufel, ja, wir buddeln uns unser eines Loch, wo wir uns verschimmeln, Dingsbumsen können. Tacke, muss ja irgendwas hier sein, wenn hier so viel Dreck ist. Wahrscheinlich kommt klar Wasser von oben, weil wir den Ozean schaufelt haben. Das wäre natürlich krank, ey. Wupp, Wassereinbruch, ersoffen. Ne, kommt kein Wasser. Das steht schon krass, wie weit das nach oben hier mit Kies ist. Ziemlich. Ach, guck mal. Wenn das noch nicht nach Gold aussieht. Ist ja sehr nice. Weiter geht's. Halt, falsches Werkzeug. Tja, wieder eine Schaufel über den Jordan. Neue Schaufeln bitte. Zip. Und weiter geht's. Oh, das hier raus. Alles nicht wahr. Scheiß Kies hier, ey. Tunnel. Kriegen wir keinen Tunnel zustande, wenn hier nur scheiß Kies im Weg liegt. Wenn er so viel nachrutscht immer. Naja, jetzt vielleicht. Noch mehr Kies. Picke. Nicht die Eisenpicke. Dass ich ein paar Bretter mitgenommen habe. Quatsch, ja, da. So, weiter. Noch mehr Gravel, oh Gott.
Wo habe ich mich hier hingebuddelt? Soll ich mal gucken hier, ob da irgendwelche Geräusche... Aqua. Scheiße, ich hab's doch fast vermutet. Ah, scheiße, Aqua. Ist das tatsächlich... Es ist tatsächlich der Meeresgrund. Ich werd verrückt. Oh nee, was mache ich denn jetzt so? Alter, warte mal, das kann ich nicht machen, da ersauf ich. Muss das schließen. So, zu. Der Meeresboden angebuddelt, scheiße. Am Meeresgrund werde ich bestimmt keine Diamanten finden. Ich muss bestimmt wirklich erst Bergbiom haben. Oh Gott. Wie hört sich das so an, als ob hier irgendwas Mopsiges ist? Natürlich, es ist ja noch ein bisschen was höher. Kann man vielleicht mal später eine schöne Glaskuppel über die Eisenbahn bauen oder hier unten ein schönes Glaskuppel-Biom, Bunkerbau-Bastel-Dingsbums, irgendwas hinbauen. Bestimmt schwierig. Jetzt graben wir erstmal weiter vorwärts hier, immer geradeaus, da können wir uns nicht verlaufen. Das eine oder andere nützliche Zeug findet sich ja auch, wie Kohle, Redstone. Was war das? Das sieht aber komisch aus, wenn man das anguckt. Dreck in die Fresse. Wirklich Maps runter. Fressen mich an.
Die Kohle lasse ich erstmal da oben fürs nächste Mal. Für ein anderes Mal. Nächstes Mal weiß der Geier. Aber ich mache jetzt erstmal einen kurzen Cut und dann geht's gleich morgen für euch weiter, falls es euch interessiert, was ich hier noch so finden könnte. Bis denn!